Ich sage auch immer, man kann nur nach draußen gehen mit seiner Mission oder etwas tun, wenn man sich selbst auch entlarvt, sonst würden es andere tun und das mit Schaden. Herzlich willkommen zu deiner, meiner, zu unserer gemeinsamen Sternstunde. Ich bin Alexandra, deine Mentorin, dein Medium, deine Heilerin, Expertin für Mut und ich unterstütze dich auf dem Weg in dein volles Potenzial. In dem Beruf, für den du wirklich vorgesehen bist. Die Welt wartet auf dein Licht, deine Sternstunde. Schön, dass du dabei bist und bereit bist zu strahlen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Ludovica. Ich freue mich heute auf unser Interview und bin ganz offen und frei, wie lange der Podcast geht. Also ich sage das jetzt einfach mal so, denn ich bin froh, dass ich dich erwischt habe für meinen Podcast und ich habe viele Themen, die ich dich fragen will. Herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du Ludovica kennst oder nicht. Ist auch völlig egal, weil du lernst sie jetzt kennen. Und ich will mit dir, lieber Zuhörer, und auch mit Ludovica über das Arsch-Ich sprechen. Mhm. Warum lachst du so? Das super finde. Ja, ich finde es auch sehr super. Und findest du es auch manchmal komisch, dass Menschen damit gar nichts anfangen können, mit dem Arsch-Ich oder Arschloch-Ich? Ich glaube, dass wir sehr darauf gucken und bemüht sind, anderen zu gefallen. Ne? Und wenn dann das Arschloch-Ich um die Ecke kommt, dann ist das ja was Böses. Ich glaube, da sind wir gesellschaftlich noch so in dieser sozialen Abhängigkeit, dass wir Sorge haben, darüber auch wirklich zu sprechen. Ne? Ich glaube, wo es einfach fällt, wenn man sagt, Arschengel, ne? Also andere. Ist ein bisschen sind, lieblicher Arschengel, ja, oder? Aber auch so, dass andere das sind. Ich glaube, das fällt noch einfacher, dass man das mit einem Ich identifiziert, ist, glaube ich, genau die Herausforderung noch für uns selbst. Lernst du es auch in deiner Arbeit kennen, dass es einfacher ist für die Menschen, das so anzunehmen, anstatt zu sagen, ich sage ganz gerne das Arschloch-Ich erkennen in dir? Da stelle ich immer wieder fest, dass viele ganz erstaunt gucken. Im ersten, ja, also zusammenzucken auch, ne? Also es gibt ja diese Schattenarbeit aus der inneren Kindarbeit noch, da können die Leute noch ein bisschen was mit anfangen. Aber wenn man ganz klar sagt, da ist noch ein Arschloch-Ich und das hat auch seine toxischen Anteile, dann will man das ja nicht, weil man ist ja der Gute. Und da ruckt es schon ganz deutlich, weil wenn wir in die Selbstverantwortung gehen, entnehmen wir ja dem Täter das Opfer und den verlängerten Arm. Schön gesagt, genau, schön gesagt, ja. Und das ist in der eigenen Identifikation manchmal sehr schwierig, weil man hat ja ganz viel geschafft über das Leiden und über die Kraft, ein Leiden zu überstehen. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, das wird einem genommen. Und da ist schon Gehirngewitter vorprogrammiert. Ja. Ja. Kenne ich auch, ja. Ja, wer kennt das nicht? Können wir fragen, wer kennt das nicht? Für mich ist es so völlig normal. Für mich auch, für viele andere ist es furchtbar. Ja, und ich glaube gar nicht so im Bewusstsein, ne? dass es das gibt in der Form. Ah, es muss ja irgendwo in einem Bewusstsein sein, weil sie ja alles dafür tun, dass es nicht entlarvt wird. Also ich sage auch immer, man kann nur nach draußen gehen mit seiner Mission oder etwas tun, wenn man sich selbst auch entlarvt, sonst würden es andere tun und das mit Schaden. Mhm. Und wenn man das selber tut, dann kann man wenigstens noch selbst gestalten. Und ich glaube, dass das den einen oder anderen schon bewusst ist. Aber diese Angst, sozial nicht akzeptiert zu werden und nur im Schauspiel genommen zu werden. Also wenn man toll ist, wenn man shiny ist, wenn man kraftvoll ist, wenn man anderen was gibt, dann hat man eine Rolle und dann docken sich alle an einem an und die soziale Rolle ist sicher. Aber wir sind es ja nicht geübt im Sein. Einfach nur, weil wir sind, miteinander akzeptiert zu sein. Das haben ja ganz viele Menschen verlernt. Und dann macht es schon mal Angst, dass da was sein könnte, wo andere sagen, boah, das ist aber heftig, weil wir ja dann nur Ausgrenzung kennen. Hm. Also ja, das, was mich in die Norm fasst, wird ausgegrenzt und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Hm. Ja, Ausgrenzung findet ja dann auch oft statt, wenn Menschen sich dann endlich sagen, was
oder sich trauen, was zu sagen, so rum wollte ich sagen, dass sie dann einen Cut von außen erfahren. Es gibt da ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ich habe ja 14 Jahre Gastronomie gemacht, nie hauptberuflich, immer nebenberuflich. Ich mag das mal erzählen. Immer als Schülerin, als Abiturientin, nachher als Studentin. Und ich habe mich immer gewundert, warum Leute nicht sagen können, dass es ihnen nicht schmeckt. Also es ist ja einfach ein Handwerk und da kann auch dem Koch schon mal was schieflaufen. Ne? Nicht jeder Tag ist gleich. Und man konnte schon an der Stimmung am Tisch merken, auch wenn man erst im Flur stand und den Tisch so im halben Winkel sehen konnte, dass das eine so große Anspannung bei Menschen verursacht. Okay, du konntest das auch sehen, ne? Ja, ich kann das sehen. Genau. Ist ja ein Unterschied zwischen Mann konnte das sehen und du konntest das sehen. Ich glaube, dass die Leute aus der Gastro jetzt nicken und sagen, ja, das sehen wir an der Nasenspitze. Wir fühlen das, genau. Ja. Dann kommt so eine Aggressivität hoch und das Nein muss böse sein. So, und jeder Gastgeber, jeder Kellner ist bemüht, dass es schmeckt und dass alles gut ist. Und wenn was nicht in Ordnung ist, versucht man das auch immer irgendwie wieder gut zu machen. Aber es ist für die Leute einfach so anstrengend, mal ein Nein zu sagen oder eine Grenze zu ziehen oder zu sagen, mir gefällt etwas nicht, dass eine total starke Wand dazwischen gebaut werden muss. Wenn man dem natürlich freundlich begegnet, beruhigen sich viele Menschen wieder. Aber der Ursprung und die Grundannahme von, ich muss mich abgrenzen, ist immer mit, ich muss gegen etwas gehen. Sonst kann ich mich nicht durchsetzen, sonst werde ich nicht gesehen. Und ich glaube, das zeigt auch diese Verzweiflung. Wie mache ich das denn? Also es muss ja anscheinend eine Eskalation geben, damit ich mal Nein sagen kann. Es muss mir zu viel werden, ich muss platzen. Ne? So. Mhm. Ansonsten halte ich den Mund und ziehe mich zurück. Und ich glaube, das ist einfach nicht geübt. Wie gehen wir ja, das Nein hat ja auch, genau, das, jedes Nein ist ja auch ein Ja für sich selber. Und da ist natürlich die Angst vor Verlust bei vielen Menschen einfach sehr, sehr groß. Ja. Und die Energie, ich finde, im Moment kriegt man sie ja deutlich zu spüren, die Energie überhaupt. Ein lichtvolles Nein und ein Schattennein ist ja schon auch ein großer, großer Unterschied. Das hat auch was mit Respekt zu tun, ne? Wie sehr habe ich mein eigenes Arschloch, ich im Griff? Ja. Höre es auch im Dreieck springen, natürlich. Also jeder von uns hat solche Anteile. Aber sehe den anderen respektvoll an und sage, hey, guck mal hier. Irgendwie schmeckt das nicht. Ja, ich weiß, dass du jemand bist in der Arbeit, der ja auch sehr, sehr viel triggert. Ja. Und sehr viel titscht. Ja. Genau. Job ist Job. Sag's richtig, ja, ganz schnell. Ja. Bei mir ist es ähnlich. Ja, wir werden gleich noch über die ganzen Themen auch sprechen. Hab mir einige Fragen notiert. Wie gehst du damit um, wenn Kunden dann doch plötzlich persönlich werden und du das Arsch bist, was ja eigentlich nur spiegelt, und der Kunde wettert gegen dich und kann so gar nicht begreifen, hey, das hat jetzt mit mir zu tun und es schießen dann Pfeile raus. Wie gehst du damit um? Das ist ein ganz spannendes Feld, weil man hier sehr, sehr sauber denken muss, wie ich finde. Also wenn ich mich zu Beginn meiner Laufbahn erinnere, dann hatte ich pfeilschießende Kunden. Heute nenne ich sie der Bienenschwarm, vor dem man sich schützen muss, damit man nicht gestochen wird. Weil man ja manchmal auch selber im Businessaufbau zum Beispiel unsicher ist. Und diese Unsicherheiten zieht man dann an und dann hat man Kunden, wo man vielleicht sagen muss, okay, die würde ich mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gar nichts anbieten. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Wenn ich heute angeschossen werde, halte ich den Raum. Und das ist auch das große Angebot und ich glaube auch die große Möglichkeit des Arbeitens. Also manche können mit diesem Begriff, ich halte den Raum, nicht viel anfangen. Aber wenn sich der toxische Anteil oder das Arschloch-Ich oder was auch immer mal richtig austoben kann und wir uns beide aus der Metaebene es schaffen, uns anzugucken, was denn hier eigentlich los ist, dann bin ich persönlich nicht gemeint. Ich bin eine Spiegelfläche. Das ist meine Arbeit. Ja, und es gibt so ein paar Ausfälle oder Eskalationsstufen in Menschen, wenn sie
ein paar, gibt's total viele, aber wenn sie an ihren eigentlichen Kern dran kommen und es dann heißt, okay, du kannst dich jetzt entscheiden, entweder du gehst wirklich in die Selbstverantwortung oder du bleibst im Selbsthass, den du anderen gegenüber spiegelst. Mhm. Und da kann das dann schon mal... Ja, Moment, dann hat ja der Hass, der ja da ist, ist ja ein Ausdruck des Eigen, das, was in dem Menschen steckt. Der eigenen Verzweiflung. Also das ist auch ganz traurig, das zu beobachten. Und ich bin immer kein Freund, anderen immer zu sagen, ja, das ist nur dein toxischer Anteil, du schwingst nicht hoch. Also ich beobachte mich da selber auch sehr genau und prüfe, wie viel Anteil ich daran habe in Form von professioneller Arbeit. Ne? Also das sollte ja jeder, der mit Menschen arbeitet. Ne? Du bist Mentorin für Klarheit und Struktur. Genau. Und das beinhaltet für mich jetzt, du schaust selber, dass du auch da bist und dass deine Struktur, ich nenne es in meiner Arbeit die göttliche Ordnung, ne? Was ja auch eine gewisse Struktur ist, dass alles gut ausgerichtet ist. Absolut, genau. Und man arbeitet, wenn man mit Menschen arbeitet, ja selber auch mit einer Supervision. Also ich finde immer, man braucht den Austausch und das, die Verantwortung hat man auch einfach. Geht nicht ohne, meines Erachtens. Das geht nicht ohne. Nee, finde ich auch nicht. Also es gibt Menschen, die von sich behaupten, ich bin der Meinung, dass das nicht ohne geht, dass das ganz wichtig ist. Und wenn das so für mich sortiert ist und wir es wirklich, also machen wir mal das eine Beispiel, wir haben wirklich ein richtiges im Dreieck tanzendes Arschloch-Ich, was die Identität über das Leiden und über das Opfer ganz tief wirklich auflösen muss und merkt, wenn ich jetzt in die Verantwortung gehe, weiß ich gar nicht, wie mein Leben aussieht, weil ich habe weder Kampf noch habe ich Frust. Woran orientiere ich mich? Ich habe kein Gegen. Ich muss nicht gegen einen bösen Narzissten kämpfen, sondern für meine Liebe in die Welt. Also das ist ja eine völlig andere Ausrichtung. Und da kann sich das System extrem wehren. Und ich hatte schon Angriffe von wegen, dass man dann sagt, also das ist, also entweder es kippt oder sie bekommen einen unglaublichen Aufbruch hin. Mhm. So, der ist nicht einfach, aber wenn es kippt, ja, also dann kippt es halt. Also natürlich versuchen Menschen einem dann auch zu verletzen oder sie versuchen einen an Karren zu pissen und wollen irgendwelche DSGVO-Auskünfte bis was weiß ich wann. Solche Dinge, das habe ich schon alles erlebt, aber das gehört irgendwie leider dazu, ne? Ja, es ist Licht und Schatten, ne? Also ich sage es in meiner Arbeit, drücke ich es aus, Licht und Schatten. Wie ist dein Ausdruck? Ähnlich oder hast du einen anderen Ausdruck dafür? Ja, für mich sind das also auch in der Wahrnehmung einfach diese toxischen Anteile, die da im Dreieck springen und ich habe als Unternehmerin einfach nur zuzusehen, dass ich es so weit wie möglich richtig mache, um nicht angreifbar zu sein und dann springen die halt im Dreieck und dann gibt es ein Schreiben zurück vom Anwalt und dann ist meistens auf Ruhe, weil das meistens nicht ernst gemeint ist. Am Anfang war ich sehr traurig, weil das immer sehr intensive Arbeit ist, der Undankbarkeit gegenüber ganz am Anfang meiner Arbeit. Heute ist sehr viel mehr Verständnis dieses wirklich, wirklich, also unfassbar verzweifelten inneren Kind, was nicht aus seiner Ecke kommt. Und es tut mir leid, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch, also Mitgefühl darf nicht dazu führen, dass man sich selbst geißelt. So, und da eine gute Mischung zu finden und auch immer wieder ins Angebot zu gehen, immer wieder ins Gespräch zu gehen und es anzubieten. Ja, sehr schön. Aber es ist so, in der Arbeit, das wirst du ja auch kennen, ist man Spiegelplattform von den Themen, die Mama und Papa mitgebracht haben. Da steht man schon ordentlich unter Wissen. Mama und Papa, genau. Die Worte haben mich früher sehr angetriggert, ganz, ganz früher. Heute weiß ich warum und es hat eine andere Bedeutung. Und ich glaube, jeder, der in dem Feld arbeitet, findest du, es gibt Menschen, die keine Mutter- oder keine Vater-Themen haben? Nein. Ich war auf deine Reaktion gespannt, weil ich finde auch, ne, wir kommen alle auf die Erde, haben Mutter und Vater und automatisch fangen jetzt... Das ist genetisch schon gar nicht möglich. An, genau. Ja. Konditionierungen fangen an und wir landen hier und sind ja hier auf der Erde, um zu wachsen. Um uns weiterzuentwickeln und Bewusstseinsarbeit heißt ja auch, in den Schatten zu blicken. Unbedingt. Also jeder hat Themen und die Ausgestaltung dieser Themen darf er frei entscheiden. Und möchte er sie anders gestalten, als er das erlebt hat, muss man halt ein bisschen arbeiten. Ja,
Super, und die Arbeit lohnt sich ja sehr. Du hast vorhin, wie hast du es ausgedrückt, Aufstieg? Wenn Aufstieg... Aufbruch, ne? Die brechen Aufbruch, dann so... Genau, Aufbruch, Transformation, Aufstieg. Ja. Ne? Das, wenn man ja da den Punkt hat und das einmal begriffen hat, dann weiß man ja, wie sehr man wachsen kann aus der Situation. Aber es ist wirklich so ein Rauslösen aus der alten Identifikation. Ja. Also ich arbeite ja sehr stark kognitiv und auf der Sachebene tatsächlich. Ne? Du arbeitest ja ein bisschen anders. Und in meiner Arbeit ist es wirklich eine Umorientierung dessen, mit welcher Grundeinnahme ich von hier in die Welt gucke. Und wenn man das 30, 40 Jahre lang gemacht hat, mit einer bestimmten Grundannahme, die einem vielleicht noch nicht mal bewusst war, in die Welt zu gucken, dann löst man sich auf. Das fühlt sich an wie Sterben. Und der eine geht dann in den Überlebenskampf und schießt eben Pfeile. Ne? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und der andere geht in den Überlebenskampf, schießt Pfeile, ich fange die dann auf und biete sie an, ob derjenige sie zurückhaben möchte. Schönes Bild, sehr, sehr schönes Bild. Ja, mancher Prozess fühlt sich an wie Sterben. Für manche Menschen ein sehr, sehr intensiv, heftiger Prozess. Absolut. Weil sie ja eh schon das Gefühl in sich haben, ich habe Angst zu sterben. Genau. Na, wenn dann die Menschen in den Prozessen noch kommen, wo es ums Loslassen geht, da ich glaube, da werden auch unkontrolliert Pfeile abgeschossen in alle möglichen Richtungen, ja, weil es überhaupt nicht mehr zu halten ist. Aber das stört nicht. Also nicht, dass das irgendjemand denkt, das stört nicht. Das nein. Das ist völlig normal. Das ist dazu. Auch Teil des Prozesses. Und ja. Jeder, der damit arbeitet, kann gut Pfeile fangen. Also wir haben geübt. Also wir sind bereit und wir üben auch mit für euch weiter. Also das ist nicht das Thema. Ja, viele schämen sich ja, ne, wenn es dann so aufbricht und sie so wütend werden und sich irgendwie mal auslassen. Aber genau das ist der erste Moment, um zu gucken, mit welchen Grundannahmen läufst du eigentlich durch die Welt. Das ist spannend. Lass uns mal hintergucken, ja. Ja, ich finde es auch spannend, manchmal den Raum zu erschaffen, ne, dass man so als Spiegel ein bisschen aus dem Weg geht und die Pfeile erstmal geschossen werden, um zu gucken und zu reflektieren, okay, was sind denn da für Pfeile? Ne? Irgendwann wird es ja auch müde, in einem Pfeile zu schießen, abzuschießen. So, weißt du, jetzt mal ganz ehrlich, total. Erstmal werden die sowieso wütendes Kind, was sich erstmal auspowert und irgendwann müde wird. Aber ich finde das total spannend, weil wenn geschossen wird, ist es ja genauestens zu beobachten, welcher Anteil hier gerade welche Manipulation versucht, gegen welche Information sich auch im Raum gewehrt wird, also gegen die Information, alles ist gut. Unglaublich, was für Übersprungshandlungen dann entstehen, wenn immer wieder klar ist, es ist alles gut, du bist akzeptiert. Ich kann nur, wenn ich gegen bin, mich fühlen, ne? Also gegen die Wände laufen, um sich selbst spüren zu können, wenn das nicht passiert. Als Beobachter dieser Situation finde ich das immer unglaublich wertvoll, welche Informationen da hochkommen. Und was sich dann auch wirklich zeigt. Und das, wenn wir einmal zurückgehen zum Arschloch-Ich, ist ja das, wo viele so Angst vor haben, dass sich das zeigt, dass sie entlarvt werden, dass sie doch vielleicht gar nicht so toll sind, wie sie denken in ihrem Überlebenskampf. Aber genau dort, wo nicht hingeguckt wird, liegt ja das Potenzial. Bei dem, was gut ist, braucht man nicht mehr schrauben, das funktioniert. Auf jeden Fall. Habe ich das Zitat jetzt schon vorgelesen? Nee, ne? Ich habe ein Zitat von dir gefunden, was ich wirklich ganz, ganz toll finde. Ich finde, es sollte sich jeder jetzt mitschreiben und vielleicht an den Spiegel hängen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was habe ich gesagt? Wer sein inneres Arschloch versteckt, wird es stets im Außen durch Verletzungen anderer gespiegelt bekommen. Nimm es an und das Thema ist durch. Ja. Finde ich sehr, sehr schön, ganz klar auf den Punkt gebracht auch. Denn wenn du in der Lage bist, das zu erkennen, ne, worüber wir jetzt gesprochen haben, wenn es dein Arschloch ich ist und du weißt, ah, okay, es gibt jetzt in mir was, was ich anschauen darf. Ja, ich sage manchmal das Zitat dazu, dich trifft nichts, was dich nicht betrifft. Und das geht ja auch in die Tiefe, so dass du weißt, alles, was dich trifft,
was irgendwas mit dir macht. Da gibt es einen Teil in dir, der auch geheilt werden darf. Und dann findet ja auch Wachstum statt. Ich höre schon, ich fühle jetzt gerade schon so eine Wut von wegen, ich kann auch nichts dafür, wenn XY doof zu mir ist oder wenn der meine Grenzen überschreitet. Und du meinst, was man denken könnte. Ja, genau, das ist ja meistens die Reaktion auf diese, und ich kann das so gut verstehen, diese unbändige Wut über das Verhalten anderer. Also wenn man zum Beispiel wirklich aus so einer Verbindung, ich mag mal Verbindung nennen, die extrem toxisch war und man so in die Selbstgeißelung gegangen ist und Leid gelitten hat und da rausgeht oder auch besondere Verbindungen zu den Eltern hatten, die vielleicht höchst manipulativ sind und waren, und man hört dann so einen Satz, das kann, glaube ich, schon mal sehr verzweifelnd wütend machen. Was ja auch sein darf. Definitiv, aber vielleicht können wir das, die ein oder andere Aufklärung noch dazu schenken, damit die Wut sich in Erkenntnis ein bisschen wandeln kann, wenn das okay ist für dich. Auf jeden Fall. Ich finde es super. Das ist mit einer der wichtigsten Themen auch in meiner Arbeit. Und ich finde, wenn wir hier durch den Podcast auch viele Erkenntnisse schaffen können, ist alles okay. Das braucht die Welt gerade sehr intensiv. Dann mag ich es mal ein bisschen herleiten. Und zwar ist es so, dass das, was ich damit meine, etwas ist, also wir haben Anteile, das kann man sich so vorstellen, also in meiner Arbeit arbeite ich damit, dass die in so einen Kasten stecken. So, und die haben einfach nicht geübt, erwachsen zu werden. Das werden die ein oder anderen aus der inneren Kindarbeit kennen, aus der energetischen Arbeit. Aber was wichtig ist zu wissen, dass dieser Kasten eine ganz, ganz feste und wichtige Orientierung ist, damit man diesen Anteil von sich spüren kann. Und man muss gegen die Wände dieses Kastens rennen, um den anderen zu fühlen. Und der andere ist in dem Fall, es wird ein bisschen kompliziert, der Mensch, der einem das Weitergehen verboten hat. Und wir haben eine ganz, ganz, es wird immer so lapidar gesagt, Konditionierung. Aber das, was wir eigentlich sind, ist eine Gesellschaft nach Krieg. Und der Krieg als solches ist nichts, was bearbeitet wurde oder wo es eine Aufarbeitung im Sinne von psychologischen Auswirkungen in dieser Generation gab. Es wurde darüber geschwiegen, man hatte still zu sein und danach ging es weiter in Form von, jetzt machen wir das Wirtschaftswunder und wir haben alle zu funktionieren, wir gehen in eine Leistungsgesellschaft, Kinder haben ruhig zu sein, sie haben zu funktionieren. Alle Traumata sind ja völlig verschleppt worden. Und musste alles gedeckelt werden. Also ist das, was man als Kind eigentlich natürlich hätte mit seinen Eltern geübt, auch in einem sozialen Umfeld, einfach abgeschnitten worden. Und die Version heute fühlt sich so an wie, ich komme da nicht dran, ich komme da nicht hin, ich darf nicht teilhaben. Auch so ein Gefühl manchmal wie, ich darf nicht mit auf die Party, alle werden eingeladen, nur ich nicht. Und dieses, dass das abgeschnitten wurde, ist auf der einen Seite für die Eltern oder für die Bezugsperson so unglaublich wichtig gewesen, auch fürs Überleben, fürs eigene soziale Überleben, hat aber natürlich zu Dingen geführt, die sich heute wirklich festklebend anfühlen. Wie, ich klebe immer fest, ich erlebe immer das Gleiche, ich habe immer wieder die Wiederholungsschleifen. Und in diesem Kasten, da sitzt ein Anteil, der noch so gerne so viel üben könnte, aber nicht weiß, wie man das macht, ohne dass man gegen die Wand läuft, um andere Menschen zu spüren. Und da kann es schon mal sowas passieren wie nicht zu wissen, wer man ist, wenn man nichts tut. Liebt mein Partner mich noch, wenn ich nicht das leiste, was ich eigentlich leiste? Wenn ich mal ausfalle, der interessiert sich gar nicht mehr für mich, wenn ich nicht das und das tue. Also diese völlige Orientierungslosigkeit eigentlich in der Selbstverständlichkeit, nur wenn man nicht so funktioniert, wie man das von sich selbst erwartet. Was ja natürlich auch nur ein Gedanke ist, aus der Angst raus. Ne? Absolut. Genau. Es ist ja so, ich kenne viele Beispiele, wo der Partner dankbar wäre, der Partner würde mal nichts tun. Oh ja. Genau. Aber es ist, ne, was er vorhin schon gesagt hat, mit welcher Grundannahme gehe ich in die Welt? Also wie viel Unruhe brauche ich im Außen, um mich im Innen zu fühlen? Und mit diesem Zitat meine ich einfach, das, was da im Kasten ist, das ist nicht ausgebildet. Das hat toxische Anteile bekommen, weil es sich gegen toxische Anteile anderer wehren musste. Dadurch hat sich was ausgebildet, was sich auch sehr verhärtet und heftig anfühlt, festgehalten, orientierbar. Und da reinzugucken, das sind die Arschlochthemen. Und das muss man selber ausräumen. Ansonsten wird immer jemand im Außen kommen, der einem das spiegelt. Und deswegen verstehen Narzissten sich zum Beispiel so gut mit Empathen,
weil die Empathen sich nicht trauen, nach außen zu strahlen und der Narzisst natürlich charmant, wie er ist, die ganze Welt erobern will. Und dann das ist ja schon ein Podcast für sich jetzt. Also ja, aber da müssen wir eine eigene Serie draus machen. Unbedingt. Ja. Magst du einmal herleiten? Und das ist das, was ich meine mit, da muss man ins Arschloch, ich. Anders geht es nicht. Sonst kommt irgendjemand von außen und haut einem das um die Ohren und man verliert genau das, wovor man Angst hatte, dass man es verliert. Das hast du sehr schön erklärt. Ich wünsche mir, dass alle das jetzt gut greifen und verstehen können. Vielleicht auch die Reaktion, wenn jemand vom Arschloch-Ich spricht und jemand sagt oder denkt, so würde ich mich nie ausdrücken, das ist ja unmöglich. Kennst du das auch? Ja, ja, das ist, das kommt auch so ein bisschen in die Kategorie, jetzt seien Sie mal nicht so frech. Das hat früher meine Chefin immer zu mir gesagt, seien Sie mal nicht so frech. Ja, und dabei hast du wahrscheinlich gesagt, was du gedacht hast, wahrgenommen hast, gefühlt hast. Ja. mehr war es ja nicht. Und wie irrsinnig, dass dann jemand sagt, seien Sie nicht so frech, wenn er vielleicht noch betroffen ist von der Situation. Ja, das ist tatsächlich eine Generationssprache, ne? Also meiner Generation würde niemand zu jemandem sagen, seien Sie mal nicht so frech, ne? Sondern das ist so eine Idee von Frau sein, die doch um Contenance bittet. Und in Wirklichkeit ist das alles nur ein Schauspiel und dahinter ist ganz schön viel noch zu tun. Auf jeden Fall. Ich kann immer wieder nur sagen, gerade in der Jetztzeit ist da sehr, sehr viel zu tun. Und Kommunikation finde ich persönlich sehr wichtig, liebevolle Kommunikation, wo man Nein sagen darf, aber trotzdem in Verbindung sein darf, bleiben darf. Wir sind ja in Verbindung. Wenn wir nicht in Verbindung sind, ist es konstruiert. Also ich finde das immer ganz spannend, wenn Menschen sagen, ich bin nicht in Verbindung mit dem und dem. Doch, du hast einen Erinnerungsmoment. Allein das ist die Verbindung. Du wirst sie verändern können. Das ist das, wie du es aus deiner Arbeit raus siehst. Aber viele Menschen fühlen ja in der Tat dann keine Verbindung. Aber gerade, ja, dass die Dinge viral gehen, in welcher Form auch immer, ja, wollten uns ja zeigen, dass wir sehr stark in Verbindung sind. Ja, das ist spannende Themen, ja. Du hast vorhin gesagt, wir arbeiten im gleichen Feld dennoch anders. Ich habe eine schöne Geschichte dazu. Ja. Zu dem Hauptteil komme ich gleich später noch. Also ich habe noch ein bisschen was auf dem Plan. Und zwar wir waren beide mal relativ zur gleichen Zeit auch im Rückzug. Was meines Erachtens auch normal ist, wenn man mit Menschen arbeitet, hat man immer mal wieder Phasen, wo man sich zurückzieht, um sich selber auch zu klären und Struktur zu finden. Und wir sind beide zur gleichen Zeit, wir haben uns nicht unterhalten darüber, das fand ich echt spannend. Und ich erinnere mich noch an den Morgen, als wir beide damit rausgegangen sind und ich dich sofort angeschrieben habe, dass wir... ich habe es genannt, entdecke das Ich in deiner Persönlichkeit, was ja viele Facetten enthält. Und zeitgleich war es bei dir das erfolgreiche Ich. Genau. Ja. Und fand ich sehr, sehr spannend. Also ich habe gelächelt und auf der einen Seite habe ich gedacht, huch, ja. Und immer wieder ist es ja so, wir sind ja unfassbar viele Menschen auf der Erde, die viele Ideen haben und die angedockt sind an das gleiche Feld. Was meintest du damit, wie du vorhin gesagt hast, wir arbeiten im gleichen Feld, aber anders? Ich glaube, dass wir schon im gleichen Feld unsere Informationen rausziehen, aber mit einem anderen Zugang. Das war so. Meinst du, mit anderen Zugang? Naja, der Zugang wird ja immer definiert über den Wissenshintergrund. Und ich arbeite nicht astrologisch. Und ich arbeite nicht energetisch. Also in der Form, wie du das tust. Mit Sicherheit werde ich auch irgendeine Form von energetischem Arbeiten drin haben. Bei mir geht alles tatsächlich über eine Sachebene. Das ist so das wichtigste Tool, mit dem ich arbeite. Und mit Sachinformation, mit dem Einordnen in das große Ganze. Das ist so ein bisschen Aufklärung, so die Richtung.
Ja, wichtig, Sachebene. Ne? Das ist ja super gut für den Kopf, für den Verstand auch. Also, denn auf jeden Fall, denn das, was verstanden wird, da öffnet man ja schon mal ein bisschen die Türe. Machst du ja, die Erfahrung? Also in meiner Arbeit entkoppel ich tatsächlich von der Information den Schmerz sowie alle Emotionen, weil wir uns auf die nicht verlassen können. Die führen ja dazu, dass ich in diesem Kasten immer wieder gegen die Wand laufe. Und es ist einfach ein kognitiver Zugang. Also man kann diese Art von Veränderung der Emotion, also in der Psychologie machen. Man kann sie im Mentoring machen. Man kann sie über die Astrologie und Informationen machen. Das Einzige, was wir eigentlich alle tun, ist, jemandem Informationen zur Verfügung zu stellen, damit er in der Lage ist, eine Emotion und eine Verbindung und Erinnerung neu für sich selbst einzuordnen und zu gestalten. So wie er diese Person es möchte. Und da gibt es halt so unendlich viele Zugänge. Manchen hilft Einhörner. Wenn das wichtig ist, dann ist das wichtig. Und manche brauchen die Informationen von Engeln oder Schutzpatronen. Und manche brauchen die Sterne oder sie brauchen eine energetische Begleitung, damit sie sich nicht so ohnmächtig fühlen. Mhm. Und ausgedrückt, ja. Ja, und ich finde das ganz wichtig, weil mir geht es ein bisschen auf den Sack, wenn sich irgendwie Mentoren oder Coaches treffen und sich dann so betteln, wer ist der Bessere. Also ich bin für die Kunden, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die richtige Nummer und du bist dafür für deine Kunden auch die richtige Nummer. Und manchmal vertauscht es sich sogar oder mischt es sich, weil da noch ein Impuls gebraucht wird oder noch ein anderes Wort gesprochen werden möchte. Und wir stehen da, finde ich persönlich, nicht in Konkurrenz oder in ich bin besser als du und toller als du, sondern es geht ausschließlich darum, welche Informationen auf welcher Komplexitätsstufe, das gehört auch noch dazu. Also die Art von Zugang, die jemand mitbringt, braucht die. Da fällt mir das andere Zitat ein von dir. Komplexitätshürde. Ja. Dumm fickt gut. Dumm fickt gut. Dumm fickt gut. Da hast du auch ein Zitat geschrieben. Würde ich gleich drauf kommen. Ich will nur mal meine Erinnerung an das Zitat reinwerfen. Ja, und ich glaube einfach, dass grundsätzlich haben wir alle die Möglichkeit, auf diesen Pool oder dieses Feld oder wie auch immer man das nennen möchte, zuzugreifen. Der andere hat einen geübten Zugang. Also ich weiß, dass ich das seit vielen Jahrzehnten tue, du wahrscheinlich auch. Andere wissen gar nicht, dass es das gibt. Mhm. Das ist auch total in Ordnung, brauchen aber trotzdem Unterstützung, weil ihnen Informationen fehlt. Mhm. Und Entwicklung ist auch keine Frage von Leistungsbereitschaft. Da sind wir ja leider auch ein bisschen gepolt, so dass alles nur über Leistung und Kampf und ich investiere, dann bin ich groß geht, sondern Entwicklung und Wachstum funktioniert über das richtige Zusammensetzen von Informationen. Mhm. Und wer die aufbereitet, ist schon wieder zweite Sache. War jetzt auch viel drin, sehr schön. Finde ich sehr, sehr schön, das auch von der Seite zu hören. Gibt es für dich generell Konkurrenz? Es gibt konstruierte Konkurrenz. Was meinst du damit? Also in der Natürlichkeit von jeder übernimmt seine Aufgabe, seine innere Mission. Man stellt sich die Welt wie ein Dorf vor und jeder macht seinen Job und es ist für den Menschen, gibt es das nicht. Wäre absoluter Quatsch. Also ich kann kein Krankenhaus mit einer Krankenschwester bewirtschaften und sagen, nur damit geht's und die ist der King und das ist absoluter Blödsinn. Das ist immer so ein gemeinsames, ne? Fällt mir gerade mein Hashtag gemeinsam ist das neue Ego ein. Also anders geht's nicht. Ne? Wer seinen Job nicht übernimmt, produziert Mangel. Und dort, wo Mangel ist, herrscht Konkurrenz. Ja, das heißt, wir haben über viele Jahre gelernt, dass Menschen zusammengefercht werden, dass es gedrückt wird, dass sie gedeckelt werden. Und da entsteht natürlich ein enormer Mangel, weil keiner mehr seinen eigentlichen inneren Impulsen folgen kann, sondern eben was zu tun hat, was ein Arbeitgeber oder wer auch immer ihnen sagt und da auch gegen sein eigenes Gefühl geht, entsteht natürlich auf der anderen Bilanzseite ein unglaublicher Mangel, weil Menschen nicht in Verbindung gehen können, weil Menschen nicht dort herlaufen, wo sie eigentlich getroffen werden möchten von anderen Menschen, weil sie dort irgendwo sitzen, das man auch Gefängnis nennen könnte. Also über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte entsteht einfach ganz, ganz viele Stellen, die anders gedacht waren. Na, das ist nicht schlimm,
Aber es entsteht dadurch natürlich Druck und dieser Druck wird, ne, das Arschloch-Thema und es bricht irgendwann auf. Und Konkurrenz ist ein absolutes Konstrukt des alten weißen Mannes, der das Machtbedürfnis hat, sich zu ergötzen an dem, was er eben Tolles kann und sich feiern lässt. Und da kommen wir in so ein Thema rein, dass Konkurrenz auch von Männern eigentlich nicht geben würde in der Form, wenn sie in ihrer weiblichen Kraft angebunden wären, weil sie dann in Verantwortung der Gemeinschaft gehen würden. Und ja, da können wir auch einen neuen Podcast machen. Ja, deshalb muss ich gerade, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich muss da ein bisschen lachen und lächeln, weil das genau mein Gedanke war, boah, das ist ja wieder ein neuer Podcast. Also es gibt wirklich so viele Themen, die angeschaut werden müssen. Und wenn du dann begreifst, ich finde, das ist so schön, dann kannst du wirklich deine eigenen Spielchen auch durchblicken und schauen, warum ist das, warum ist das und warum ist es das? Ja, ich glaube, wenn man selbst versteht, dass man nicht der Nabel der Welt ist, ich glaube, das tut schon mal gut, ne? Also man ist nicht der Nabel der Welt und man selbst ist einem nicht was besonders Schlimmes passiert, sondern Millionen anderer Menschen auch. Das hat nichts mit dem Relativieren der eigenen Wahrnehmung zu tun. Also nicht falsch verstehen, sondern wenn die Welt sich nicht auf mich selbst fokussiert, dann habe ich auch nicht die Last der Welt zu tragen. Ja, es gibt ja auch so dieses Zitat, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ja, aber es gibt ja auch so einen Punkt, wo man sagen kann, nimm dich nicht so wichtig. Wo ja, was macht das mit dir? In dem Zusammenhang, wie du es gerade gesagt hast mit Nabel der Welt. Weißt du, was ich meine? Also ich wehre mich dagegen, dass wir uns immer als besonders darstellen müssen. Ja, da sind wir. Na, da sind wir jetzt auch bei dem Thema. Wir haben ja auch auf unserer Seite stehen, du bist einzigartig, weil wir das, ne, jeder Mensch ist einzigartig. Anhand der Astrologie habe ich jetzt noch keinen erlebt, der genau, ganz genau, vielleicht gibt's das auf der Erde, ne? Das kann sein. Aber ich habe noch keinen erlebt, der jetzt genau identisch ist. Und deshalb sind wir ja alle besonders. Das ist so normal. Ja, genau. Aber ich wehre mich ein bisschen gegen Selbstverständlichkeiten, also Selbstverständlichkeiten in etwas Besonderes zu definieren. Also es ist einfach Grundvoraussetzung, dass jeder einen anderen Genpool mitbringt oder eine andere Ausprägung mitbringt oder, dass wir das aber nach vorne stellen müssen, ne? Um Menschen zu erreichen, zeigt ja, wie wenig es klar ist. Ja, wenn es klar wäre, dann bräuchte man diesen Satz bei, ne, in eurer Arbeit nicht, weil es ja total klar ist, dass jeder einzigartig ist. Aber das ist ja nicht mehr erlebbar, sondern es ist ja gleichgeschaltet und dieser Riesenmangel, ich möchte einzigartig sein, wie schaffe ich das denn, steht ja dem Wissen gegenüber, ich bin es nicht. Oder bin ich es doch? Bitte bestätige mir von außen doch, dass ich so bin. Und es das gibt ist ja viele Menschen, die fühlen das gar nicht. Die haben ja den Glauben an sich völlig verloren aus ganz viel Erlebten. Na, darüber haben wir ja jetzt die ganze Zeit auch gesprochen, dass das Arsch-Ich oder Arschloch-Ich darf entlarvt werden und dann fängt ja eine wunderschöne Reise an. Also ich gehöre zu den Menschen, die das auch nicht fühlen. Aber ich fühle es nicht in Form von, ich kann es nicht fühlen, sondern ich fühle es nicht in der Form, dass es eine Bedeutung hätte. Also es ist, ja, kann ich verstehen, weil wenn ich jetzt sage zu dir, Ludovica, du atmest so toll, du atmest besonders. Wahnsinn. Ist toll. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, das hat so ein bisschen das auch verdeutlicht. Also der Atem ist normal, mal ist er schwer, mal ist er leicht, mal ist er angebunden an Erlebnisse, dann ist es schon mal so, aber es ist einfach auch normal. Und da war so ein Quergedanke, ne? Wann fangen wir auch Kindern an, ihnen zu erzählen, dass sie was ganz Besonderes sind und dass die anderen sie nicht verstehen, wenn es kommunikative Schwierigkeiten gibt und Unterschiede. Nicht, wenn alles in Ordnung ist. Dann sagen wir solche Dinge nicht. Das ist eine ganz spannende Verbindung, die wir uns erschaffen. Sehr spannend, ja. Sehr, sehr spannend. Ich will zurückkommen auf dumm fickt gut. Ja, okay. Aber ich dachte, ich könnte ablenken. Ich dachte, die Übersprungshandlung würde reichen. Nein, du kannst mich nicht ablenken. Ich habe mir nämlich Notizen gemacht. Ja, du hast ja Notizen gemacht, nicht? Damit ich es nicht vergesse. Und ich habe
gelacht einfach, als ich es gelesen habe. Dumm fickt gut. Jeder weiß ja irgendwo, was damit gemeint ist, aber das, was dahinter steckt, will ich jetzt weiterlesen. Dumm fickt gut, ich sage es nochmal. Oder je höher die Komplexitätshürde, desto weniger Kunden buchen bei dir. Mhm. Erklär, was meinst du damit? Was war der Anlass, das so zu schreiben? Also das passt ganz gut eigentlich in das Thema, was wir gerade haben, weil da geht es tatsächlich auch um besonders sein. Ich bin so besonders toll, ich bin so besonders gut, ich kann das alles so toll. Wenn du mit mir arbeiten wirst, also vielleicht für die Zuhörer, ich mache Businessbegleitung auch für Menschen, die eben anderen Menschen helfen möchten. Und dieses Bedürfnis zu sagen, ich bin nicht so ein Erfolgslaberer-Barber-Typ wie der, der dir immer bei Facebook und Instagram in die Kamera schreit, sondern mit mir wirst du besonders tiefe Prozesse erleben etc. Das führt dazu, dass man eine so abstrakte Art der Kommunikation entwickelt, um sich darstellen zu können, wie toll man ist, dass man an seinen Kunden vorbeiläuft. Und die wirklich tiefe Arbeit, die ist nicht darstellbar im Marketing. Das ist, da muss man sich einfach mal von verabschieden. Und immer sich gegen andere zu orientieren, also zu sagen, ich mache es nicht so wie der und nicht wie der, setzte einfach die Ursprungsgrundannahme, ich bin auf dem Markt und muss mich gegen Konkurrenz richten. Viel spannender ist, sich auf den Markt zu setzen und sich für seine Kunden zu äußern. Ne? Das ist so, also mit wem rede ich? Gehe ich gegen etwas? Das ist der alte Dualismus. Wir haben Schwarz-Weiß, klar, zuordbar, ne? Das sind die Guten, das sind die Bösen. Aber vielen sollte aufgefallen sein, dass wir langsam so in den Pluralismus reinkommen seit ein paar Jahren. Und da ist es eben nicht. Wäre schön, wenn es vielen auffällt, ja. Ja, ne, es ist noch ein bisschen unterschwellig. Und da ist es eben nicht mehr so, dass das Böse macht und das Gute macht, sondern dass der Böse, Toxische, wer auch immer, auf einmal Dinge macht, die was Gutes bewirken. Und man denkt, hä, wie geht das denn in meiner Struktur? Und gerade empathische Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, wollen sich gegen dieses Böse, Laute wehren und wollen darstellen, wie tief und besonders ihre Arbeit. Und steht das noch vorne, geht das schief, weil sie eben gleichzeitig nicht bereit sind, einen Ego-Shooter zu spielen. Wenn ich so ein Marketing mache, was total gut funktionieren kann, dann muss ich auch in der Lage sein, so eine aufgesetzte Männlichkeit mit nach vorne gehen. Yeah, bam, boom, ich bin der Tollste, ich bin der Beste, ich mache sie alle platt. Geht auch in weiblich. Wenn man das aber nicht dazu packt, dann schwimmt man so weg in seinen Inhalten und dann erreicht man niemanden. Und deswegen bleibt es dabei, entweder ich arbeite, um mir zu beweisen, wie toll ich bin, oder ich lasse mich wirklich auf meine Kunden ein und spreche deren Sprache. Und darum geht's. Und die werden dann in der Arbeit erleben, wie gut es ist und wie nicht gut es ist. Aber bevor Menschen buchen oder ein Angebot in Anspruch nehmen, haben sie ja erstmal nur das Gefühl, dass derjenige was bewirken könnte. Sie wissen es ja. Und sich darauf einzulassen und sich auch zu verkaufen, zu manipulieren in Form von, ich setze zielbewusst eine Kommunikation ein, weil ich jemanden erreichen möchte. Das fällt ganz vielen Menschen schwer, weil sie Manipulation, zielgerichtetes Handeln eben nur aus einer vergangenen Situation kennen, die ihnen geschadet hat. Und da geht es eben auch darum, sich selbst zu gestalten und zu sagen, naja, ich habe ja ein paar feststehende Werte. Ich werde schon keinen aussaugen, nur weil ich sage, bitte buch mein Angebot. Mhm. Na, und dann wird lieber in dieses hohe, weite, kaum lesbare Content gesprungen, wo man auch wirklich, wenn man bemüht ist, nicht weiß, worum es geht. Und dann wird ganz traurig zu Hause gesessen und gesagt, mein Business funktioniert nicht. Und dann sind wir wieder bei der sich wiederholenden Schlaufe dessen, was die eigenen Kritiker einem immer sagen, dass man nichts kann und nichts wert ist. Und dann kommt, wird es auch klar, warum man so unbedingt besonders sein muss. Also du meinst jetzt der kritische Ich, das zweifelnde Ich. Ja. Da hast du gerade von gesprochen, ja. Ja, genau. Wollte ich noch mal ein bisschen deutlicher hervorheben, damit die Menschen auch erkennen, auch gerade wenn es darum geht, entdecke das Ich in deiner Persönlichkeit, dass Ich ja schon aus verschiedenen Anteilen besteht, wo man sich, das eine oder andere auch angucken kann. Oder na, viele Menschen gehen ja über das Gefühl, na, dass sie da reinfühlen können, wie sich das anfühlt. Darüber, wo du jetzt gerade von gesprochen hast, auch ein Zitat, was ich gelesen habe von dir. Verkauf dich nicht wie Sauerbier. Entweder du kannst etwas oder
nicht. Das heißt ja, dass die Menschen das hervorheben müssen, was sie richtig können und im besten Fall ja auch wirklich Spaß macht, ne? Dass sie das tun, was sie können und was Spaß macht. Was war deine Motivation, das Zitat zu schreiben? Finde ich auch sehr schön. Ich weiß, dass vielen eine nicht typisch klassifizierte leistungsbezogene Arbeit im Wert nicht klar ist. Und kannst du den Satz bitte nochmal wiederholen? Nein. Weil ich glaube in der Tat, andere sagen, was hat sie jetzt gesagt? Ich muss nochmal zurückspulen. Habe ich die Komplexitätshürde eingebaut, ne? Genau. Also, ein nicht klassisch nach Leistung bezogenes Angebot, also wo man messbare, skalierbare Zahlen hat, ist schwierig in seinem Wert zu verstehen, weil es eben eine andere Auswirkung hat. Und das, was ich damit meinte, ist einfach, deine Kunden müssen dir nicht bestätigen, dass du was kannst, sondern du bist die Orientierung. Und ich sehe sehr, sehr viele Menschen, die nach Anerkennung und Harmonie suchen in diesem Bereich, wenn sie gerade anfangen, weil sie eben Freunden sehr gut helfen konnten und jetzt haben sie eine Ausbildung gemacht zum Life-Coach oder wie auch immer und jetzt möchten sie das nach außen bringen. Aber wenn ich Menschen helfen möchte, dann brauche ich für mich in dem Bereich, wo ich helfe, nicht in allem, wir sind alle Menschen, ne? Also jeder darf seine Themen auch haben, darum soll es nicht gehen. Aber wenn ich in dem Bereich arbeite, braucht es eine gewisse Orientierung, die ich gebe. Und die Orientierung ist nicht die Bitte an Kundschaft, mir zu sagen, wie toll ich bin, weil wir waren vorhin in den Schattenthemen, wir waren vorhin in dem Arschloch-Themen. Und was passiert, wenn Pfeile geschmissen werden? Und das ist halt einfach eine halbgare Sache, wenn man Pfeile nicht fangen kann, sondern sich dann persönlich angegriffen fühlt, es zu Eskalationen kommt. Das schadet einfach. Ah, total. Und viele Menschen sind unsicher. Sie sind einfach unsicher und fangen damit so einem Quatsch an, wie ich mache ein Kleingewerbe, also ein Kleinunternehmen, damit ich keine Steuern abführen muss. Machen sich da totale Schwierigkeiten mit Preisgestaltung, weil sie die nachher auch wieder verändern müssen oder deckeln ihren Umsatz damit. Setzen ihre Preise viel zu klein an, werden dann ausgesaugt, also bestätigen sich selber, dass sie ja nichts wert sind, weil niemand für ihre Arbeit bezahlt. Also das sind alles so Spielchen in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Und es kann ja auch sein, wenn der Preis zu niedrig ist, bucht ja auch keiner. Die ja, oder muss du, ja auch stimmen. Ne? Also es muss ja, ja. auch in Resonanz gehen, ja. Absolut. Oder du ziehst auch diese Coach-Hopper an. Also es gibt so besondere Kunden, die von einem Neuen, der auf den Markt kommt, zum nächsten geht. Die sind schon ewig auf dem Markt und gucken ganz genau, wer ist neu da, wen kann ich mir jetzt ziehen. Ja, es gibt Coach-Hopper, es gibt aber auch Heiler-Hopper. Ne? Also es gibt ja ganz viele Hopper in dem Bereich und die können ja hoppen so viel, wie sie wollen. Es kommt ja immer wieder an die gleiche Stelle, ne? wo es bearbeitet werden muss. Genau, und das, was ich eben damit meine, ist, wenn die eigentliche Tätigkeit in der Persönlichkeitsentwicklung steht und man da Orientierung vorgeben kann, man aber im Businessaufbau unsicher ist, dann das geht nicht gut zusammen. Also das kollidiert miteinander, weil dann der Eindruck entsteht, dass die eigentliche Arbeit in der Persönlichkeitsentwicklung unsicher ist. Und damit zieht man ganz komische Leute an. Und viele, und ich sag's insbesondere Frauen, haben ein Problem mit einem Markteintritt im Unternehmen. So, ich rede immer von vier Phasen. Das ist eben die dritte Phase im Wachstum, das nach außen gehen und sagen, das kann ich, das biete ich an, das kostet das. Sondern sie gehen, das könnte ich für dich tun, ich möchte dir bitte, bitte helfen, das könnte ich dir anbieten und wenn es okay ist, wäre es nett, wenn du mir noch was via PayPal überweist. Und das ist sich selbst auflösen und das funktioniert nicht. Und das ist andere Menschen auch zerstören, also sich selbst zerstören. Und wenn man da eben noch nicht für sich eine Orientierung gefunden hat, dann können die Kunden die auch nicht finden. Hm. Und dann wird es wirklich auch dramatisch teilweise. Ne? Also ich finde es super verständlich, bin da ganz bei dir. Und ich finde, dass das einfach Themen sind im Business, die sich jeder angucken muss.
Ne? Total. Also wir sind hier wieder beim Arschloch, ich. Also das kann man ja auch lieben, die Arbeit, ne? Absolut. Also das ist doch total schön, wenn ich weiß, dass ich nicht alles umsonst rausgeben muss. Also wie viele Persönlichkeitsentwickler und Entwicklerinnen sind denn draußen unterwegs und machen seit 2-3 Jahren eine schöne Arbeit, aber haben, weil sie sich das so aufgebaut haben, tatsächlich die Idee, dass sie nur kostenlos Dinge rausgeben können. Weil wenn sie einen Preis nehmen, dann würde das keiner buchen. Wahnsinn. Und das meine ich mit Leistung. Ja, schade auch. Ja, schade. Und das meine ich so mit dem Bezug auf leistungsbezogene Arbeit, die können wir irgendwie beziffern und das eben anscheinend nicht. Das ist aber die eigentliche Aufgabe, die wir miteinander haben, ne? Dass wir Dinge teilen, weil wir dürfen mal eins nicht vergessen, wir sind so eine Zwischengesellschaft und irgendwann wird alles, was automatisierbar ist, auch automatisiert. Punkt. Und das Einzige, was uns dann noch was ausmacht, ist, wenn wir eben nicht gleichgeschaltet sind. So, und da werden auch alle in irgendeiner Art und Weise versorgt werden müssen, weil es gar nicht genug Arbeitsplätze gibt. Also sprechen wir auch irgendwann vom bedingungslosen Grundeinkommen, also von einer völligen Veränderung von Arbeitswelt. Und da kommt es eben nicht mehr darauf an, ob jemand von links nach rechts etwas bewegen kann, sondern wer dieser Mensch ist. Und das bildet das ja aus. Und das ist der eigentliche Wert unserer Gesellschaft, der sich aber ausbildet. Wir sind ja noch, ne, unsere Generation, deine Generation ist ja noch in dem alten Leistungsgedanken mit drin. Jetzt bricht das alles so ein bisschen auf. Und wir werden wahrscheinlich den ganzen Turn nicht komplett mitbekommen. Aber es ist absolut in der Vorbereitung. Und da kann man sich schon mal verlieren und denken, was mache ich eigentlich? Wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Zu wem gehöre ich? Bin ich jetzt zur alten Leistungsgesellschaft, die irgendwie auf Teufel kommt raus, sich durchbeißt und Money, Money, Money macht? Oder darf ich mit dem, was ich bin, auch Money, Money, Money machen? Und da validiert so die Wahrnehmung ganz oft. Ja, das beinhaltet, dass man seine Persönlichkeit, die verschiedenen Ichs auch einfach kennenlernt, ne? Und weiß, das bin ich. Und das fühlt sich richtig gut an. Ja, und selbst wenn es sich nicht gut anfühlt, darf es so stehen bleiben. Ja, wenn, weißt du, wenn sich was nicht gut anfühlt, dann haben wir ja ganz viele Möglichkeiten. Wir können es ja verändern, dass es sich gut anfühlt. Ja. Ja. Auch so ein Problem, ne? Geprägt von der Leistungsgesellschaft drüber in, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist total schwierig, weil man ja immer denkt, es muss alles perfekt sein, es darf sich nicht verändern, dann geht ja alles kaputt, ich habe mir so viel aufgebaut. Ich erinnere mich, dass ich mal einen Firmennamen losgelassen habe, weil wegen war kein Gefühl mehr drin. Ja. Ne? Und dann, also, ja, ich erinnere mich auch, Business hoch 2, ne? Was? Genau. Ja. Genau, dann lass uns darüber reden. Ich habe so ein bisschen freigelassen, ob wir heute darüber reden. Ja. Ich dachte zuerst, es käme beim Thema Konkurrenz hoch in der Form. Ja, du hast ein Business losgelassen. Warum? Ja, weil es eskalierte, ne? Es ging so, da war so eine Nebelwand drüber auf einmal. Warum? Das, weiß ich, energetisch. War ganz komisch. Also plötzlich haben sich ja Leute den Namen genommen und einen Podcast veröffentlicht. Ja. Und ich dachte so, ah, okay. Und dann habe ich die angesprochen und habe gesagt, was ist denn das hier? Und so, was macht ihr? Ja, wir machen Businessbegleitung im Online-Bereich, aber das ist ja was ganz anderes als das, was du machst. Aha. Nee, eigentlich nicht, ne? Also es war eine ganz seltsame Kommunikation. Und dann habe ich gebeten, den Namen eben rauszunehmen. Weil eben das Recht da auch bei mir lag und da bewegte sich aber nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hast du jetzt die Option, dass du von einem zum anderen rennst und Anwalt und Markenrecht etc. da durchsetzt oder nicht. Und ich hatte aus diesem oder nicht, das finde ich total schön, ist das erfolgreiche Ich geworden. Ja, genau. Ja, sehr schön. Das ist Teil meines Brandings geworden. Also ich habe mich dann zurückerinnert, dass ich ja nun mal ich bin und habe meinen Namen als Branding genommen, Vor- und Zunamen. Und das erfolgreiche Ich ist eben ein Teil-Branding davon geworden, ja. Ja, du hast den Elefant als Markenzeichen, ne? Ja. Ja, warum? Ich weiß es nicht. Warum ist es ein Elefant?
Ich weiß es nicht. Er ist einfach zu mir gekommen. Ich habe da gar nicht. Will er dir was sagen? Also hat er dir was sagen wollen, der Elefant? Gibt es eine besondere Qualität, die du schätzt an einem Elefanten? Also wenn ich das jetzt sage, dann ist das total süß, aber ich sage es auch. Also ich bin früher mit Benjamin Blümchen groß geworden. Und von der Figur ist Benjamin Blümchen ja der, das war ja noch nie da. Also jeder, der die Kassette kennt, bitte auf Kassette hören, sonst ist es so, ne? Als Benjamin Blümchen im Krankenhaus ist, macht er eben ganz viele Dinge, die noch nie da waren. Und ja. Es gibt, also das muss ich wirklich zugeben und da irgendwie auch Chapeau an die Autoren, es gibt viele Situationen auch als Erwachsene, wo ich mich an diese Geschichten erinnere. Wo ich irgendwo im Widerstand war und an Benjamin Blümchen gedacht habe, wie der das machen würde. Und super, ja. Na, und ich habe mit meinem Sohn auch eine Geschichte gehabt, wo ich mich sehr intensiv an Benjamin Blümchen erinnert habe, um Magst du die erzählen, die Geschichte, oder willst du die lieber? Ja, doch, das kann ich anschneiden. Also ich würde jetzt nicht zu tief reingehen, aber ich schneide es mal an. Das ist eine Frühgeburt, mein Sohn. Und ich habe so eine völlig natürliche Vorstellung davon gehabt, dass man dieses Kind stillt und dass man das Känguru und dass man das alles so tut, wie man das eben auch tut, wenn man zu Hause ist. Für das Krankenhaus war das sehr schwierig, weil ich mein Kind auch noch selbst versorgen wollte und dann Krankenschwestern sowas sagten wie, ja, die kann doch nicht ihr Kind selber versorgen. Völliger Bullshit natürlich. Und da habe ich immer an Benjamin Blümchen gedacht und dachte, nee, der war auch da und der hat die ganzen Kinder zusammengebracht damals in der Kassette und das war noch nie da, hat die Krankenschwester gesagt. Und in dem Krankenhaus, wo ich mit meinem Sohn war, steht die Krankenschwester vor mir und sagt, das war noch nie da. Da dachte ich, ja, genau. Und deswegen machen wir das jetzt auch so. Ja. Also, und dann diese Kraft zu haben, zu wissen, in der also es ist einfach ein strukturelles Problem in einem Krankenhaus, wenn eine Mutter sich so verhält, wie ich das tue. Ich bin halt auch immer bei meinem Sohn gewesen, ich war nicht zu Hause. Das ist für den Ablauf nicht so schön, dass ich auch noch stillen wollte, ne? Weil es natürlich einfacher ist, mal eben über die Sonde das Essen reinzuziehen. Und all solche Sachen. Und das hat immer eine Kraft für mich. Und als ich das Buch geschrieben habe, das erfolgreiche Ich, gab es auf einmal diesen Elefanten in meinem System. Und den habe ich gesucht. Und dann hatte ich einen gefunden, der mir aber nicht ganz zusagte. Und dann hat Christiane Holsten mir einen gemalt. Ja. Und so ist dann habe ich den digitalisiert und dann habe ich den genommen. Und es ist für mich eben auch was Weibliches. Also es ging dann irgendwann rüber in die Elefantenkuh, die ja. eine besondere Stellung eben auch hat. Und ja, ich glaube, so kann man es herleiten. Ja, ich find das sehr, sehr schön, die Geschichten der Menschen, ne? was jeder Mensch für eine Geschichte hat, für Erinnerungen, für Gedanken, ne? Und das würde man dir jetzt gar nicht zutrauen, wenn man dich kennenlernt, dass du Benjamin Blümchen-Fan bist. Mega. So. Und das finde ich das Schöne, wenn man in Verbindung geht mit Menschen, in die Tiefe geht und fragt, hey, was ist denn wirklich da oder was ist die wirkliche Geschichte? Dann hat ja Zuhören und Fragen geht ja sehr in die Tiefe. Also ich fand es jetzt schön, die Geschichte dazu zu hören. Ich habe mal eine Analyse von Benjamin Blümchen gelesen, dass er heute als typischer Wutbürger definiert werden würde. Ja. Können wir auch so stehen lassen. Ich höre sie immer noch. Immer noch als Kassette und immer noch mit dem Klick am Ende. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, du hast das Buch geschrieben, das erfolgreiche Ich, was ich mir auch gekauft habe, gelesen habe. Es gibt Lieblingsstellen, es gibt Stellen, glaube ich, in jedem Buch, die sprechen einen jetzt so gar nicht an. Ich weiß, ich habe das Buch in den Händen gehalten und habe es noch gar nicht gelesen und dachte, wow, das ist eine Durchsage. Das ist kein Buch, was, ich sage jetzt mal, ein normales Buch ist, sondern ich habe die Durchsage bekommen, dass es eine Durchsage war. Und das find ich sehr krass. Mhm. Weil es ja das erfolgreiche Ich in Verbindung auch mit dem Thema Business. Ja. Magst du darüber erzählen,
Wie ist das zu der Durchsage gekommen? Oder ich weiß ja, wenn man sich zurückzieht, manchmal fließt es dann einfach durch einen durch und es braucht Raum. Mhm. Magst du die Geschichte erzählen dazu? Also es ist Wut, das, was sich irgendwann in heilsamen Zorn umgewandelt hat. Also ich finde ja Wut eine ganz, ganz wichtige Kraft, wenn sie sich wandeln kann. Unbedingt, unbedingt. Ja. Superkraft, ja. Ich war so sauer auf dieses dämliche Verhalten von so Yuppies, die da irgendwie meinen Namen nehmen und einen Podcast machen, von dem man übrigens nie wieder was gehört hat. Also so erfolgreich und wichtig kann der Podcast dann auch nicht gewesen sein. Also ganz strange. Wahrscheinlich werden jetzt ja alle googeln und gucken, wenn wir den Namen gesagt haben. Ja, das ist ja nicht schlimm. Also vielleicht spricht es ja auch jemanden an. Das mag ja sein. Wir sind ja alle so. Zwei Folgen. Alles gut. Ja. Auf jeden Fall, ich war frustriert, ich war genervt. Ich bin immer genervt von diesem dämlichen, toxischen Verhalten, um sich über andere zu stellen. Ich bin da auch oft sprachlos. Ich beobachte viel. Ich halte mich immer noch, obwohl ich sehr klar bin, in vielen Kommunikationsmomenten zurück. Sage nichts dazu. Und das hatte sich so übergelaufen. Also ich habe dann Business Hoch 2 offline genommen, ohne zu wissen, was kommt. Ja, und du warst eine Zeit lang verschwunden. Ich habe es gelöscht. Ich habe alles offline genommen. Ich habe gute 2 Jahre Arbeit einfach gelöscht. Ja, wir waren zu der Zeit so ein bisschen in Kontakt. Ja. Ich habe gemerkt, da ist was. Und du hast einfach gesagt, du, ich ziehe mich ein bisschen zurück. Brauche Zeit. Ja. Und dann... Ja, ist der Elefant hervorgeschossen. Und, genau, und dieses mit der Durchsage, das war eben, das ist irgendwann so entstanden, dass ich gesagt habe, naja, selbst wenn du es jetzt nicht weitermachst, weil dich dieses Verhalten auf dem Markt so frustriert, was auch total in Ordnung wäre, wenn das so ist, dann schreib wenigstens dein Wissen auf. Das war so der Impuls, womit alles anfing. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay. Und dann wollte ich einen Blog schreiben, wo ich dieses ganze Wissen reinpacke. Und dann habe ich beim Schreiben aber gemerkt, dass dieses Wissen nicht ein offener Block ist, sondern ein wie ein geschlossenes System. Also da muss ein Deckel drum. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das kann man nicht online lesen. Also dieses Buch gibt es eben nicht als E-Book aus bestimmten Gründen, weil es nicht wirken kann. Und dann habe ich das gemerkt und dann hat sich das alles so wieder zusammengefügt. Und das Schreiben des Buches war eine Qual. Also das hatte nichts mit Durchsage einfach, ich mach mal eben, ich erfülle mir einen Traum oder sonst irgendwas zu tun. Ja, man muss ja durchsagen. Ja, Durchsagen sind nicht immer das, was die Menschen denken, was es ist. Ja, darüber können wir aber gleich reden. Ja, ja, gerne. Also ja. Es war eine Qual für mich und ich habe das geschrieben und dann fand ich das ganz toll und dann habe ich das gelesen und dachte, was hast du da für einen gequillten Quatsch zusammengepackt? Wer will das denn nachvollziehen? Das war die erste Runde. Ne? Ich habe das 4-mal geschrieben insgesamt. Und dann habe ich mich durch diese 4 Schichten durchgearbeitet. Wie lange hat das gedauert? Entschuldigung, wie lange hat das gedauert? Wie lange war es? Ich glaube, 6 Wochen, ne? Ja, 6 Wochen. Ich habe mein Buch 4-mal neu geschrieben. Du denkst, ja, sie war 4 Jahre weg. Nein, 6 Wochen. 6 oder 10 Wochen, weil ich glaube, ich war ja. Ja, warum wir so lachen, ist es ein Schinken von 296 Seiten. Ne? Ja, genau. Aber so war es. Ich habe es 4-mal neu angefasst. Ich habe 4-mal neu angefangen, Nächte durchgeschrieben. Das musste raus. Das musste geschrieben werden. Und dann wurde das getan. So, und das hat sich nicht gut angefühlt. Und ich habe mich auch neu lösen müssen von meiner Angst, nicht besonders zu sein. Auch da geht man selbst durch. Also man lehrt das nicht nur, sondern auch man selbst geht in unterschiedlichen Ebenen durch das Thema. Und auch, ich schreibe auch gerade mein Buch und bin auch in vielen Sachen in Rückzug gegangen. Und man erlebt ja auch noch mal total anders, hat Erkenntnisse, hat Aha-Effekte und ja. Total. Und ich habe mich dann darauf eingelassen und habe es dann auch fertig gemacht und habe es selbst verlegt tatsächlich. Also es sollte in Unabhängigkeit sein, das habe ich gemerkt. Mhm. Jeder, der das liest, wird auch den einen oder anderen Rechtschreibfehler tatsächlich noch finden. Wir sind, glaube ich, bei 180.000 Wörtern. Das macht es sehr sympathisch, mir besonders, weil
Also ich sage immer, wenn ich irgendwann mal in die andere Ebene gehe, klopfe ich sofort bei Gott an und sage, wieso hast du Rechtschreibung auf die Erde gebracht? Ja, es darf Menschen eben nicht verboten werden, nur weil sie etwas andere, also ein Werkzeug nicht in Perfektion können, sich zu äußern. Ich glaube, da müssen wir auch mal ein bisschen von weg. Nichtsdestotrotz kann man die Wörter sehr gut lesen. Na, es bedient natürlich ein kleines Muster, wenn man da ein Problem mit hat. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das Buch ein wirkliches Geschenk ist. Also es ist, ich habe das geschrieben, aber nicht, und das meine ich ganz ernst, weil ich so besonders bin, sondern weil es getan werden musste. Das macht keiner freiwillig so Quatsch. Du hast einen Auftrag. Ne? Ich habe einen Job, den habe ich gemacht, bitteschön. Genau. Du hast einen Auftrag, einen Job, und die haben jetzt gedacht, die Ludovica, die kann das jetzt mal ausdrücken und die nutzen wir jetzt mal als Kanal. Genau, und das ist halt ein Gesamtwerk und eigentlich geht es darum, dass man versteht, wie man zu einer Persönlichkeit wird, die im Online-Business eben auch einen Weg gehen kann. Und viele glauben ja immer, das ist mal eben so. Ist es aber nicht. Es braucht den Mut, zu sich zu stehen und da auch zu bleiben. Auf jeden Fall braucht das Mut. Ich möchte ein bisschen zum Thema Durchsage, Verbindung auch zur geistigen Welt sagen. So war ja unsere Begegnung auch, ne, dass, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich habe es dir schon mal erzählt, dass ich dich auch gesehen habe und ich sah einen Schattenengel hinter dir stehen, der sehr intensiv mit mir kommuniziert in meiner Arbeit. Und ich wusste in dem Moment, okay, uns verbindet da was in der Form. Manchmal ist es ja auch so, wenn sich was verbindet, kann es sich unterstützen. Ich sag das mal ganz bewusst so. Es war damals, so lange ist es auch noch nicht her, es war letztes Jahr. Ich habe die ganze Zeit überlegt, also mein Traum war, meinen Podcast rauszubringen, Herzkanal Sternstunde. Und da warst du ja auch ein bisschen dran beteiligt und da möchte ich einfach die Geschichte erzählen, wie sie für mich war. Ich habe halt nach dem Namen überlegt und Herzkanal ist ja schon auch eine klare Aussage, aber mir fehlte ein bisschen dahinter. Und ich weiß, dass ich mit mehreren Begriffen in Resonanz gegangen bin in mir, aber das wissen die Menschen auch, die jetzt zuhören, wenn man selber so ein Thema hat, dann braucht man manchmal auch die Supervision oder die Arbeit mit jemandem, um klar zu werden. Und ich hatte, in der Auswahl waren zwei Begriffe und es war Lichtstunde und Sternstunde. Und bei mir war es so, dass ich in dem Moment auch gedacht habe, Sternstunde interessiert kein Mensch. Und wir beide haben miteinander gearbeitet und gesprochen und wie aus der Pistole raus kommt Sternstunde. Und ich bin vorher, habe ich die geistige Welt gebeten, bitte gib mir ein Zeichen. So, und du haust dann Sternstunde raus, obwohl wir dann nicht darüber gesprochen haben. Ja, so, völlig selbstverständlich. Genau. Ich dachte damals, wieso guckt sie so? Das ist so ein schöner Name. Ja, genau. Und dann war natürlich auch vieles klar. Für mich ist es einfach so, dass eine Sternstunde eine ganz, ganz wichtige Stunde für den Menschen ist. Ne? Die Stunde, in der du geboren wirst, ist ja auch eine Sternstunde hier auf der Erde. Und dann gibt es halt eben viele, viele Sternstunden im Leben eines Menschen, die man durch die Arbeit an dem Arschloch-Ich oder Arsch-Ich oder ne, wie man es bezeichnet. Ich finde, ein Arsch-Ich bereitet dir viele Sternstunden, wenn du es erkennst. Und das finde ich super. Wieder. Also vielen, vielen Dank. Eine ganz, ganz wichtige Begegnung in meinem Leben.
Und das finde ich super. Du hast vorhin gesagt, wir arbeiten im gleichen Feld, aber anders mit anderen Kanälen oder Verbindungen oder wie man es bezeichnet. Jeder Mensch sieht anders, fühlt anders, nimmt anders wahr. Ja. Und das finde ich sehr schön auch, wenn das Ich sich aus den eigenen Energien zusammensetzt und dann auch wirklich das, wenn jeder sein eigenes Besonderes auch fühlt oder es als ganz normal annimmt. Ich muss gerade so grinsen, genau. Wenn das Besondere zum Normalen wird, dann haben wir es geschafft. Genau. Aber erstmal darf man sich voll besonders fühlen, also nicht, dass irgendwas falsch verstanden wird, ne? Also ja, genau. In der Sternstunde besonders und irgendwann wird das Besondere normal und dann macht es auch richtig Spaß. Genau, so ist das. Also dafür möchte ich dir wirklich Danke sagen. Das war für mich eine Sternstunde. Ja, ich danke dir, dass ich teilhaben darf. Ein besonderer Moment. Ja. Ja. Mensch, ein toller Podcast hat mir total viel Spaß und Freude gemacht. In der Form, hast du noch eine Frage? Gibt es noch irgendwas? Haben wir was vergessen? Müssen wir der Welt noch was sagen? Ach, Liebe, Liebe, Liebe. Ja, auf jeden Fall. Ja. Liebe. Ja, ich hoffe, es konnte ein bisschen was zum inneren Erkenntnissuchen helfen. Das wünsche ich mir sehr und dass es den Menschen auch Mut macht, wie sehr es sich lohnt, weiterzuarbeiten und auch die Schallmauer zum Arsch-Ich, wie sehr es sich lohnt, die zu durchbrechen. Ja, total. Und vielleicht noch, also das hatte ich vorhin kurz als Impuls für die, die immer so auf der Suche nach dem Leichten sind. Das Gewicht des Weges spürt man später nicht mehr. Das ist wurscht. Also es kommt irgendwann nicht mehr auf leicht oder nicht leicht an, sondern es kommt nur noch auf, naja, ist mein Job, ne? Machen wir jetzt an. Ja. Und Spaß darf aber dabei sein, ne? Ja, total, natürlich. Und Spaß muss dabei schön, sein, man, ja. Ja, aber wenn man innerlich verzweifelt und drüber lachen kann und es eben keine Leichtigkeit oder Schwere hat, sondern es ist einfach. Und das ist so schön, sich selbst zu sehen und zu sagen, ich muss das vierte Mal durch das Buch, aber ich mach das jetzt. Und dann macht man das und dann entsteht daraus was und dann erlebt man es. Und dann am Ende ist man auf einmal wirksam. Und diese Selbstwirksamkeit, sich zu erschaffen, das haben wir ja verloren. Und deswegen, irgendwann spürt man das Gewicht nicht mehr. Dann ist das weg. Das ist super, ja. Ich fand's toll. Vielen Dank. Ja, ich danke dir für die Einladung. Und liebe, liebe, liebe. Liebe, liebe, liebe. Arschloch-Ich, Arschloch-Ich, Arschloch-Ich. Oder Schatten-Ich, Schatten-Ich, Schatten-Ich. Oder Arsch-Ich. Egal. Ja, nimmt es mit. Nimm es an die Hand. Genau. Ja. Super. Vielen Dank und ich sage, lass uns gemeinsam strahlen und ich wünsche dir wunderschön viele Sternstunden in deinem Leben. Mach's gut. Tschüss. Du hast jetzt sehr viel erfahren über das Schatten-Ich, über dein Arsch-Ich oder dein Arschloch-Ich und vielleicht sind dir parallel einfach so ein paar eigene Erlebnisse gekommen und du hattest schon so kleine Momente, wo du überhaupt erkannt hast, was ist das denn? Und wenn du deinen Schatten anschaust, wenn dein Schatten durchleuchtet wird, dann kommst du in deine lichtvollen Momente. Wenn du nach dem richtigen Schritt suchst, dann ist unsere Herzkanal-Membership oder Mitgliederbereich genau das Richtige für dich, um zu starten. Denn dort bekommst du viel Unterstützung für dich, damit du stabil wirst, damit du wachsen kannst innerlich. Und wir sagen immer, das ist so etwas wie eine Tankstelle für Körper, Geist und Seele. Du wirst jeden Monat einen astrologischen Monatseinblick kriegen, den du wunderbar nutzen kannst für dich und den du wunderbar in deinem Alltag integrieren kannst. Ich gebe meistens am Sonntag viele Spirit Sunday
Talks und wir trinken gemeinsam eine Tasse Kaffee, Tee oder Wasser, was du gerne magst. Und ich beantworte deine Fragen rund um das Leben, dein Business, für dich. Und das sind wie kleine Live-Seminare für dich natürlich. Und du kannst Karten ziehen. Du bekommst jeden Monat eine Meditation. Und wenn die geistige Welt mir sagt, dass du etwas brauchst, dann stelle ich dir das in dem Membership gerne zur Verfügung. Also ein toller Bereich für dich, wo du wachsen kannst und was für dich ein erster Schritt sein kann. Dann gibt es die astrologische Potenzialaufstellung in Einzelarbeit. Du weißt, ja, die Astrologie, das ist dein persönlicher Fingerabdruck. Und so gibt es manchmal Wege, ganz für dich individuell, ja, die wir da erarbeiten können. Wir treten ein in dein Energiefeld, in dein wissendes Feld, damit wir schauen können, was gibt es zu tun, damit dein Bewusstsein wachsen darf. Wo kannst du wandeln? Eine wunderschöne Arbeit, und wenn du daran interessiert bist, ja, schau gerne in den Shownotes, unten in den Links, und du kannst dort auch direkt lesen, wann das denn die richtige Arbeit für dich ist. Ich wünsche dir gerade in der Jetzt-Zeit ganz viel Schattenarbeit und ein Annehmen, dass Licht und Schatten wunderbar ist und dass es wunderbar ist, wenn du an deinem Schatten arbeitest, damit sich dein Lichtpotenzial Stück für Stück sichtbar macht. Lass uns gemeinsam strahlen, deine Alexandra. Tschüss! Du bist bereit, in dein volles Potenzial zu gehen und möchtest regelmäßige Anregungen? Dann trage dich auf www.herzkanal.com kostenlos in unseren Montagsimpuls ein und erhalte exklusive Inhalte. Möchtest du deinen Entfaltungsprozess aktiv und positiv gestalten? Dann nutze ein kostenloses Erstgespräch oder treffe Gleichgesinnte in unserer Facebook-Community. Alle Links findest du in den Shownotes. Finde jetzt zu deinem hellsten Strahlen, finde zu dir, zu deiner Sternstunde. Musik.